geht es nämlich hier auch bei Tomery um Bitcoin-Mining. Ich bin mal gespannt. Das muss man sich mal vorstellen. Mein alter Cutter, Digga, Tomery, der ist auf einmal in ganz, ganz anderen Gefilden drin, Digga. Der hat früher, hat er es nicht geschafft, drei Audiospuren zu synchronisieren. Jetzt macht der Bitcoin-Mining am Anarkon. Das muss man sich mal vorstellen, Digga. Der Typ, also wirklich, Thomas, ich will dich nicht fronten, aber du bist wirklich extrem dumm. Du bist wirklich extrem dumm, das weißt du, Thomas, ne? Du hast ihn auch nie gut bezahlt. Und das ist eine Sache. Ja, wir können jetzt mal offen darüber reden, Leute. Findet ihr wirklich, dass 3,8 als Einstiegsgehalt brutto, dass das wenig ist? Das kann man mir nicht erzählen. Das ist doch nicht wenig. Zu wenig, ja. Warum schreibt ihr alle ja? Wo kommt ihr her, Amanakolm? Wo wohnt ihr, Digga? Wo wohnt ihr? Ja, ein paar sagen nein. Er war selbstständig bei mir angestellt. Der hat fette Rechnungen auch noch später geschrieben, ne? Kommt auf die Arbeitszeit an. Reden wir nicht drüber. Okay, Leute, wir gehen jetzt rein. Wir schauen uns das an. Let's go. Also. Bitcoin ist aktuell auf dem höchsten Punkt jemals. Unter anderem, weil Tesla vor kurzem bekannt gegeben hat, die Kryptowährung im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Aber, und jetzt kommt das Spannende, okay. Bitcoins werden nicht einfach so gedruckt wie Euro oder Dollar, sondern sie werden geschürft oder gemeint. Und das kann halt einfach jeder machen, der einen Laptop oder einen PC hat. Ich hab noch Stimmt nicht. Jeder kann es machen, aber für wenig Leute ist es effektiv. Und ich sage euch jetzt schon, egal wie viele da hinstellt, egal wie viele Grafikkarten er da hinstellt, es lohnt sich nicht. Es sei denn, er hat den Strom aus dem Gemeinschafts... Oh, meine Kamera ist weg, what the fuck. Absolut keinen Plan, wie das Mining funktioniert. Wahrscheinlich jetzt nicht genauso wie bei Minecraft, aber es ist offensichtlich extrem leicht, da der Computer einfach die ganze Arbeit macht. Es ist sogar so einfach, dass die Grafikkarten, die dafür verwendet werden, absolut ausverkauft sind. Und man praktisch gar keine RTX 3090, 3080 und nicht mal eine 2080 mehr kriegt. Natürlich auch, weil jeder Bitcoin... Ich habe davon übertrieben viele. Ich habe davon richtig viele von diesen Grafikkarten, glaube ich. Mein PC allein hat zwei Stück. Und den man dann damit herstellt, durch den aktuell extrem hohen Preis, natürlich übertrieben viel wert ist. Aber zum Glück habe ich schon einen PC mit einer Grafikkarte hier rumstehen und ich vermute mal, ihr auch. Ja, und damit finde ich jetzt raus, wie leicht das Ganze ist und ob das halt wirklich einfach jeder machen kann, ob ich dabei über den Tisch gezogen werde und vor allem, wie viel Bitcoin bzw. Euro pro Tag ich damit erschaffen kann. Beziehungsweise mein Rechner, weil sobald ich das verstanden habe, werde ich dabei nichts tun. Ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe keinen Plan, was ich jetzt tun muss. Ich werde es einfach wie immer auf YouTube suchen. Aber ich finde es trotzdem interessant, mal zu schauen, wie lange es jetzt eigentlich dauert, bis das alles läuft. How to mine Bitcoin. Der Dude feiert gerade einfach übel hart, wie Bitcoin auf 2.900 Dollar hochgeschossen ist. Ja, mittlerweile ist das Ganze halt einfach schon über 10 Mal so hoch. Das Video ist aber schon ein bisschen älter. Probieren Sie das Mining jetzt aus. Ja, okay. Nice Hash Quick Miner. Klingt safe. Ich habe jetzt so eine Excel geöffnet. To manage this miner, use your webbrowser. Cool. Also einfach hier. Sie können mit Ihrem PC $5.60 pro Tag erzielen fürs Nichtstun. Das wären 170 Euro im Monat, einfach fürs absolute gar nichts machen. Und jetzt? Herber. For real? Das funktioniert doch so nicht, oder? Wofür die Gurke jetzt? Da? Okay, also ich weiß halt, dass logischerweise die Grafikkarte jetzt nutzen sollte. Und in der Tat, die wird jetzt beansprucht, jetzt nicht mega krass. Bisher habe ich noch nichts verdient. Ich schaue jetzt einfach mal, wie lange es dauert. Oha, ich habe schon 0,0019. Das funktioniert doch niemals, dass man einfach auf eine Internetseite geht und draufklickt und sagt, ja, 1 Cent. Also das war jetzt schon mal mega einfach. Ich glaube nicht, dass es so leicht ist. Ich glaube ehrlich gesagt, da ist ein Haken dran, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ich warte jetzt mal so lange ab, bis da ein Dollar steht und dann versuche ich mir mal das Ganze irgendwie wirklich auszahlen zu lassen. Weil, logischerweise nur, weil da eine Zahl jetzt steht, heißt es ja nicht, dass ich das Geld schon habe. CPU-Mining habe ich jetzt auch mal aktiviert, damit es noch ein bisschen schneller geht. Der Prozessor wird jetzt zu 100% ausgenutzt, die Grafikkarte nicht. Gut, ich lass jetzt einmal mal mein What the fuck? PC arbeiten, ja, warum nicht? Wieso mache ich das nicht jede Nacht? Ja, es lohnt sich wahrscheinlich nicht mit den Stromkosten, oder? Ja, in Deutschland lohnt sich das eh nicht. Die sind also alle in China und sowas, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Also hier steht, beantragen Sie Bitcoins und beginnen Sie mit dem Mining in echt. Vielleicht war das jetzt noch nicht echt. NiceHash Konto erstellen. Und jetzt? Mining. Für mein Experiment werde ich dieser erstbesten Software wohl blind vertrauen, aber das Programm hätte aktuell mit deaktivierter Firewall und Virenschutz natürlich die Möglichkeit, mit meinem PC fast alles zu machen. Natürlich. Ja. Safe, ja. Safe, safe. Genau. Englisch?
Okay, jetzt hat mein Virenschutzprogramm scheinbar irgendwas gelöscht. Wahrscheinlich sollte das nicht so sein, oder? Und diese Art von betrügerischer Software gibt es tatsächlich auch. Also seid vorsichtig. Ach so, okay. Gut, jetzt haben wir mal gekonnt ignoriert. Start Mining. Let's go. Als ob das so einfach ist. Ah, ich sehe es gerade. Der benchmarkt jetzt mehrere verschiedene Algorithmen und checkt dann, welcher für meine spezielle Grafikkarte dann am besten funktioniert. Ah, okay, also das macht jetzt Sinn. Das macht Dagger Sinn. Hashimoto mit Abstand. Dagger Hashimoto ist auch no joke. Also für mich persönlich war das schon immer der beste Benchmark. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Dagger Hashimoto und ich, wir sind ja so bekanntlicherweise, ich finde den einfach super, muss ich ganz ehrlich sagen. Dagger Hashimoto ist absolut arschgeil. Am besten. Ah, weil jetzt passiert was. Mining, okay. Und er hat Dagger Hashimoto genommen, weil der halt am besten war bei mir. Mm, ich bin gespannt. Wie, ich habe keine Ahnung, klar. Wie viel ich jetzt innerhalb von einem Tag beim Nichtstun verdiene. Moment mal, habe ich mir gerade gedacht. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen, und zwar was relativ Spannendes. Hier bei diesem Dienst steht ja 1 aktive Anlagen. Das heißt, man kann auch einfach mehrere Sachen zusammenschalten. Und da ist mir aufgefallen, ich habe ja noch diesen guten Laptop hier. Und ja klar, der ist jetzt bestimmt nicht so effizient wie mein PC, aber besser als nichts, glaube ich, oder? Das ist jetzt gerade mein Laptop mit $3,45 pro Tag. So, jetzt laufen jetzt 3 sogenannte aktive Anlagen. Das heißt, ich guck gleich auch mal, wie viel ich da am Tag dafür bekomme. Das PCs. Mein PC mit einer RTX 2080, mein Laptop mit einer RTX 2060 for real, danke und schön der für PC den von meiner Freundin, den ich jetzt einfach mal Kuss, vielen, geklaut vielen habe. Beziehungsweise ich lasse das Programm halt einfach im Hintergrund laufen. Und insgesamt sind es jetzt aktuell 10 Euro pro Tag. Es war vorhin aber auch schon bei 12. Also ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt ins Bett. Hä, wenn man ja dann, wenn man, also angenommen, man ist jetzt so ein Hartz-IV-Empfänger und man hat so einen Gaming-PC. Dann kann man ja einfach, weil man ja den Strom vom Staat bekommt, einfach Geld in Bitcoins mit seinem Gaming-PC als Hartz-IV-Empfänger meinen. Der Staat zahlt dir Hartz-IV und nochmal, wenn du einen guten Gaming-PC brauchst, on top, nochmal vielleicht 200 Euro obendrauf. Mit den 200 Euro könnte man sich ganz einfach dann spekulative Wertpapiere kaufen und das leverage man dann so lange hoch, bis man Millionär ist. Ist ja chillig, Digga. Ich glaube, ich beantrage jetzt Hartz IV. Und dann sehen wir ja, ob das überhaupt durchläuft. Und ist illegal, aber, wie sagt man so schön, illegal ist nicht immer, aber meistens manchmal auch egal. Natürlich, vor allem, ob ich das Geld am Ende überhaupt noch kriege. 12 Euro am Tag, das wäre halt in einem Monat 360 Euro und das halt einmal fürs Nichtstun. Und ich glaube, das klingt irgendwie ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. So, die Maschinen. Kleingewerbe braucht man für Main, nicht auf Madeira. Kann man auf Madeira Hartz IV bekommen? Nee, oder? Was ist das dann? Insel Hartz IV. Die laufen jetzt alle schon seit ungefähr 12 Stunden ununterbrochen durch. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viele da rumkamen. Also mein PC ist hier gerade auf 3,30 Dollar gesunken, was natürlich viel weniger ist als die $5,50, die wir gestern noch hatten. Hm. Insgesamt, mein Gesamtvermögen ist 0,00009330 Bitcoin. Ah, okay. Hier ist es schon ausgezahlt geworden. Also mir wurden jetzt bisher einmal 1,07 Euro, einmal 1,33 Euro und... Wäre es nicht geiler, wenn man einfach den Bitcoin erhält? Wenn man direkt einen kompletten Bitcoin erhält, wäre doch viel, viel geiler, oder? Einmal 1,26 überwiesen. Okay, also es funktioniert. Ist ein bisschen weniger geworden, aber es funktioniert. Ausgezahlt wird ja alle 4 Stunden. Ich habe aktuell 3,59 € bereits ausgezahlt. 90 Cent sind noch... Weil das Ding ist auch mit Bitcoin, also gibt es... War es... Ist es heute zu... Ist es heute, kann man heute schneller Bitcoin meinen als früher? Bestimmt, wegen der neuen Technik, oder? Im Topf, das heißt... Wir haben jetzt bisher in ungefähr 12 Stunden 4,50 € fürs absolute Nichts. Langsamer. Warum langsamer? Es werden weniger produziert, weil es teurer geworden ist, ne? Tun gekriegt, das nehme ich mit. Die Chain ist die länger, Frage ist aber nur, limitiert. Geld fürs Nichts, ja, klingt jetzt schön und gut, aber... Stimmt, die Verknappung, irgendwas, ja, klar. Muss ja passieren. Also mir beweist ja keiner umsonst Geld. Was genau passiert da überhaupt? Und warum nennt man es Bitcoin meinen? Also man schürft es ja nicht wirklich wie ein Erz. Also doch, doch. Also was du nicht weißt, Thomas, dein Computer quasi, der... lässt einen Algorithmus ausführen, wo so ein kleiner Gnom gerendert wird und der ist dann, der wird produziert und der wird in die Erde geschickt, im Senegal. Und im Senegal kann man dann die Bitcoins ausbuddeln. Ja, das Ganze mit Solar- oder Windenergie machen, wäre so smart. Wir finden es mal raus. Und dafür müssen wir versuchen, zumindest ein bisschen zu verstehen, wie Kryptowährungen, also zum Beispiel Bitcoin, eigentlich funktionieren. Ja, das und das ja ist schon. Jetzt zumindest mal mein Versuch, das Ganze etwas zu erklären. Ich bin wir mal könnten gespannt. Uns Bitcoin jetzt erstmal ungefähr so vorstellen wie normales Geld, dass man sich einfach hin und her schicken kann, nein, nur falsch. Eben ausschließlich digital. Jedes Mal, wenn eine Person einer anderen Person Bitcoin schickt, wird diese Transaktion auf einer öffentlichen Liste festgehalten. Das macht eine Bank zum Beispiel auch. Ein Kontoauszug ist ja nichts anderes als eine Liste von Zahlungsein- und Ausgängen. Bei Bitcoin kann jeder auf diese Liste draufschreiben, was er will. Damit jetzt aber nicht einfach irgendjemand unbefugt hingehen kann und sagen kann,
Felix zahlt Thomas 10.000 Euro, muss jede Transaktion digital unterschrieben werden. Da wir hier ja im digitalen Raum sind, könnte man das jetzt theoretisch einfach kopieren und einfügen. Aber damit das nicht geht, kommt jetzt Kryptografie bzw. Verschlüsselung dazu. Man könnte es auch mathematische Zauberei nennen, die ich jetzt nicht erklären werde. Oder kann. Auf jeden Fall kann jeder hinterher ganz leicht überprüfen, ob diese Unterschrift denn echt ist, ohne dass er sie gleichzeitig fälschen kann. Diese Transaktionsliste ist aber jetzt nicht an einem festen zentralen Ort im Internet, wie zum Beispiel YouTube-Videos, die ja bei YouTube sind, oder eben Geld, das bei einer Bank ist, sondern theoretisch überall, also dezentral, und jeder kann diese Liste haben. Aus verschiedenen Gründen ist diese Liste unterteilt in Blöcke oder Blocks. Und da kommt jetzt Bitcoin-Mining ins Spiel. Miner sehen sich jetzt sozusagen im virtuellen Raum um nach Transaktionen, die so rumschwirren, sammeln diese ein und kombinieren sie zu einem Block. Und jetzt kommt's. Lösen mit viel Rechenpower durch Zufallskombination ein mathematisches Rätsel, um diesen Block zu verifizieren. Der Erste, der dieses Rätsel gelöst hat, sendet das Ergebnis an alle Welt und fügt so einen Block zur Blockchain hinzu. Und bekommt für die bereitgestellte Rechenleistung vom Bitcoin-System eine Belohnung. Einfach so aus dem Nichts. Gut geschrieben. Und das habe ich jetzt eben hier auch gemacht, einfach mal einen PC bzw. meine Grafikkarte zufällig irgendwelche Zahlenkombinationen durchrattern zu lassen, um eben mit zahlreichen anderen Leuten, die genau das gleiche machen, diese Rätsel zu lösen. Und jedes Mal, wenn das Bitcoin-System eben so eine Belohnung ausschüttet, wird wirklich Das sind die Block-Rewards. Oh mein Gott, Digga, what the fuck? 50 Bitcoins? Puh, Digga, holy shit. Ja klar, es wird halt jetzt immer weniger, es wird halt immer exponentiell. Also immer halbiert. Bitcoin aus dem Nichts erschaffen und stell dir mal vor, man hätte das damals schon gemacht. Stell dir mal vor, du hättest. Ach Mann, Alter. Wisst ihr, ich habe einen Kollegen, Digga, der ist aktiver Nutzer des Dark Webs. Und alles, was der gemacht hat, ist 2012 mit Bitcoins nur Gras und Ecstasy zu kaufen. Hätte der das ganze Geld mal nicht für Drogen ausgegeben, sondern sich das einfach mal auf hohe Kante gelegt, dann wäre der wahrscheinlich jetzt nicht im Gefängnis, sondern Millionär. Naja, kann man nicht ändern. Und so werden Bitcoin geschürft oder eben gemined. Einfach als Anreiz dafür, dass man die Transaktionen, also die Zahlungen, von anderen Leuten ausführt. Das war ultra simpel erklärt und ich habe auch alles einmal zerhackstückelt. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann guckt euch dafür ein Video in der Beschreibung an, das ich mir auch angeschaut habe und aus dem ich meine Informationen dafür habe. Das System ist echt ultra genial, deswegen dauert das Video aber auch 30 Minuten, was natürlich hier den Rahmen sprengen würde. Und zack. Hiermit sind unsere 24 Stunden beendet. Wir haben in dieser Zeit 7,30 Euro erfarmt, ermeint, lag ist ein Döner. Ungefähr so im angepriesenen Bereich. Ich sehe gerade, hier kommen noch 78 Cent dazu. Also haben wir insgesamt 8,08 Euro fürs Nichtstun. Mhm. Ne, das sind immerhin 242 Euro fürs absolute Nichtstun jeden Monat. Da kommt echt eine richtig ordentliche Summe zusammen. Aber da brauchst du auch erstmal eine vernünftige Hardware für. Das bringt ja nichts tatsächlich, wenn man, Revi, weißt du, wo man Bitcoins kaufen kann? Ja, gefühlt jetzt demnächst auch bei PayPal, Crypto.com. Fucking Coinbase überall, aber jetzt gerade Bitcoin kaufen. Ach, Digga, ich weiß doch auch nicht, Alter. Wahrscheinlich sind die nächsten Monate bei 100.000, Alter. Wie viele Bitcoins ich selber habe, werde ich hier nicht sagen. Ich halte auf jeden Fall mehrere. Wie viele es insgesamt sind, 44, sage ich jetzt nicht. Eine Frage ist natürlich jetzt, wie komme ich überhaupt an das Geld ran? Kriege ich das überhaupt? Oder war das jetzt komplett die Abzockmasche? Und ja, und ich habe jetzt irgendwem einfach meine Rechenleistung zur Verfügung gestellt. Kann sein. Aber bevor wir das rausfinden, ist noch eine spezielle Sache spannend. Weil wir haben jetzt 8,08 Euro verdient. Aber wie hoch sind eigentlich die Stromkosten gestiegen? Und dafür habe ich hier dieses Gerät. Das habe ich noch nie benutzt, aber ich gehe Stromzähler. Davon aus, dass ich es einfach zwischen meinem PC und der Steckdose stecken kann und dann rausfinde, wie viele Kilowattstunden das Ganze verbraucht. Ja, also das richtige Kabel hier bei meinem Kabelmanagement zu finden, könnte sich als schwieriger herausstellen als erwartet. Aber ich habe die alle auf einem Ledger und den Ledger habe ich damals auf Müllkippe geworfen. Kleiner Witz. Wie viel Strom verbrauchst du? 110 Watt braucht mein PC im quasi Leerlauf. Über 24 Stunden hinweg und bei einem für Deutschland durchschnittlichen Strompreis von 32 Cent pro Kilowattstunde sind wir da insgesamt bei 84 Cent. Was echt schon viel ist, weil der PC läuft ja auch eigentlich fast den ganzen Tag. Also auch wenn ich hier nicht Bitcoin meine, sondern einfach nur, weil ich halt den ganzen Tag arbeite. Richtig spannend wird es jetzt aber zu sehen, wie viel der PC braucht, wenn ich das Bitcoin-Mining bzw. die Grafikkarte halt komplett auslaste. Mining startet jetzt. Okay, er schießt schon, er schießt schon ordentlich nach oben. Dabei braucht er jetzt also 250 Watt, was ausrechnen auf 1,92 Euro am Tag kommt. Wild! Das ist natürlich jetzt nur für diesen einen PC, deswegen dürfen wir natürlich auch nur den Erlös von diesem einen PC berechnen. Lohnt sich halt nicht, ne? Und das waren hier 3,66 Euro minus 1. Ich zahle 5 Cent pro Kilowattstunde, der hat Absaugvertrag. Bruder, wo wohnst du, Alter? Wo kriegst du deinen Strom her? Ja, Lack, er hat sich einfach mit Kabel an diese Ostsee-Pipeline angeschlossen, Digga. Das 92 sind 1,74 Euro, den wir also effektiv am Tag Profit gemacht haben. Im Monat sind das 52,20 Euro.
ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder halt 110 Euro, wenn man einfach den Strom gar nicht selber zahlen muss, sondern das die Eltern machen. Aber das wäre natürlich auch ein bisschen fies. Aber für einen PC, not bad. Wie komme ich jetzt an meine Kohle? Withdraw, klingt ja jetzt gar nicht so kompliziert. Use Max, einfach alles runterziehen. Wohin nehmen wir das? Oh, Coinbase-Account, das chillig. Passt voll gut. Okay, erst um 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren, machen. Coinbase, Alter. Junge, Junge, Coinbase ist immer dann down, wenn man es gerade braucht. Schmerzhaft. Auch aus Sicherheitsgründen, wenn man 2-Faktor-Verifikation zum ersten Mal aktiviert, ist es für 24 Stunden erstmal geblockt, sich Geld zu holen. 2-Faktor-Authentifizierung ist am Start. Wir machen mal Withdraw. Jetzt kann ich hier auch, genau, Bitcoin Wallet, Add New Address, ja. Ich kann hier einfach eine Bitcoin Withdrawal Address einstellen. Die Adresse habe ich erstmal hier am Handy kopiert von meinem sogenannten Bitcoin Wallet, das ich mir vorhin installiert habe. Das ist einfach eine App. Die Adresse kopiere ich jetzt hier rein. Bitcoin Address Name. Was bedeutet Address Name? Ah, okay, aber einen Namen geben. Das kann man machen, was man will. Okay, Verify. Okay, jetzt hier der 2-Faktor-Code hier. Okay. Ja, okay, ich habe mein Maximum noch nicht erreicht. Ich muss noch ungefähr 5-mal so viel. Ich habe 0,0002. Krass. Ich brauche aber 0,001 Bitcoin. Okay, das heißt, ich werde noch 5 weitere Tage minen müssen, bevor ich dann an mein Geld komme. Es lohnt sich halt gerade nur, wenn der Preis so hoch ist. Nach der 2-Faktor-Authentifizierung ist es jetzt erstmal einen Tag lang gesperrt. Was ist mein Fazit dazu? Hat sich das Ganze gelohnt und kriege ich die Auszahlung? Ich will jetzt mal gucken. Ja gut, scheiß mal auf Thomas jetzt mal ganz kurz. Wie heißt das Video? Ah, wie heißt die Seite? Ich will mal gucken, was mein PC leisten könnte. Wie heißt die Seite nochmal? Ich will einfach mal gucken. Zu lassen, weil... Logischerweise nur, weil deine Zahl jetzt steht. Nice Hash. Nice Hash. Auto detect my hardware. Ah, ich will jetzt nichts runterladen, ne? Habe ich hier ein AMD oder ein Intel drin? Calculate. $14 am Tag. $14 am Tag. 14 mal 30. 420! Brrr. Okay, alles klar, Digga. Ich habe 2 CPUs. Ne, ich habe hier nur eine CPU drin. Aber ich habe hier noch einen Rechner stehen. Der hat das hier zweimal stehen. Digga, ich mache jetzt einfach Bitcoin Mining. So sieht's nämlich aus. So nicht anders. Interessantes Video, Thomas. Sehr, 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 sehr geil. Extrem spannend. Ich habe aber schon genug Bitcoin, deshalb Stromkosten stimmen nicht. Lass halt den anderen Rechner. Ich glaube, den anderen Rechner könnten wir einfach mal machen. Ich habe 2 GPUs. Ich habe 2 GPUs, aber nicht 2 CPUs. Ich habe sowieso, Leute, jetzt mal Real Talk, jetzt mal, ey, mal ganz kurzer, no stupid Bounty Wolf, Dankeschön, Bro, für den Gifted Sub. Ich habe wirklich mal überlegt, Leute, und das meine ich jetzt ernst, ich war ganz kurz davor mit einem Homie in Schweden in ein Windkraftwerk gepaart mit Solarpark zu investieren tatsächlich. Und die Rendite wäre geisteskrank geil gewesen, weil Schweden halt unglaublich viel Förderung hat. Weil damit halt da auch gefördert, auch gemeint werden können tatsächlich. Allerdings ging es dann am Ende dann doch um Großbeträge bei der Finanzierung. Wir reden von 7-stelligen Millionenbeträgen. Und ich hätte mich da committen müssen mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Also mindestens einer Mio Plus. Und das habe ich mich dann tatsächlich nicht getraut. Mag im Endeffekt vielleicht ein bisschen dumm gewesen sein, aber... Wie sagt man so schön, wo sich eine Tür schließt, da kriegt man einen Schlüssel zu, ach halt am Maul, genau.